Seit Anfang des 16. Jahrhunderts hatte Martin Luther mit seiner Kritik die katholische Kirche in Europa gespalten. Viele Menschen traten zum protestantischen Glauben über. Diese verlorenen Seelen wollen die Päpste nun zurückgewinnen. Dieser Knick, der durch die Reformation gekommen ist, den hat man im Grunde sehr offensiv, ist man ihm begegnet und hat eine ganz neue Strategie entwickelt, diese christlichen Glaubensinhalte auch zu verbreiten. Wichtigstes Instrument wird ein neuer Kunststil, der Barock. Er preist die Macht Gottes und der katholischen Kirche. Ausgelassen und bildgewaltig. Barock zeichnet sich dadurch aus, dass es übersteigert wurde, dass vieles noch größer dargestellt wurde, noch deutlicher gemacht wurde, sozusagen lauter wurde, prächtiger wurde. Und das waren die Mittel, die gerade im Kirchenraum angewandt wurden. So in der Kirche St. Ignatio in Rom. Der Gründer des Jesuitenordens Ignatius von Loyola steigt als Heiliger in den Himmel empor. Über den vier damals bekannten Kontinenten: Europa, Asien, Afrika und Amerika. Der Anspruch der katholischen Kirche zeigt sich darin ganz wunderbar. Also man wollte sich ausbreiten auf die ganze Welt. Ein Meisterwerk illusionistischer Malerei, das den Blick der Gläubigen auf einen strahlenden Himmel lenkt. Eine überwältigende Kunst für die Sinne.